Ja, überleg, ich zocke heute Nachmittag noch eine Runde. Ich habe so ein neues Spiel entdeckt. Boah, hätte ich auch mega Bock, aber ich muss mal wieder mit dem Hund raus. Und ich habe gerade immer gar nicht so viel Motivation, weil bei dem Wetter, ey, eiskalte, nasse Füße ist einfach Thema bei mir. Ja, ich habe es gerade schon mal wegen Gummistiefeln geschaut, weil ich habe auch schon ein paar Mal nasse Füße gekriegt jetzt die letzten Wochen, weil es so schlechtes Wetter war. Aber Gummistiefel finde ich halt auch eher so, Ja, aber es gibt auch ein paar ganz schöne. Also ich habe jetzt schon ein bisschen geschaut und ich glaube doch, ich kaufe mir jetzt bald welche. Ah, cool, die musst du mir dann zeigen, wenn du mal coole gefunden hast. Ja, ich muss auch mal wieder weiterarbeiten. Ciao, bis nachher. Bis nachher. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Du redest mit jemandem über irgendein Thema und kurze Zeit später wird dir genau das, worüber ihr geredet habt, auf Insta als Werbung angezeigt. Da kommt ganz schnell der Gedanke auf, oh mein Gott, Instagram hört uns ab. Und das wäre ganz schön gruselig, oder? Wenn so eine App wie Insta permanent unsere Gespräche mithören könnte. Da könnte Instagram herausfinden, was wir gerne machen, was unsere Vorlieben sind, wer unsere Freunde sind und vielleicht sogar, was wir für die Zukunft planen. Aber ist es wirklich so? Hört Instagram uns ab? Die kurze Antwort darauf ist, nö. Die längere Antwort darauf bekommst du hier im Video und Spoiler, Instagram findet, ohne uns abzuhören, sogar noch viel, viel mehr über uns raus, als ich gerade schon erzählt habe. Ja, technisch und theoretisch ist es für die meisten Social Media Apps tatsächlich möglich, uns abzuhören. Dazu müsste das aber zumindest in der Nutzungsbedingung stehen. Das tut es bei den gängigen Social-Media-Apps nicht und spätestens dadurch ist es verboten. Dass ein Unternehmen sich darüber hinwegsetzt und das vielleicht irgendwann mal rauskommt, das ist ein großes Risiko und das geht wahrscheinlich eher niemand ein. Jetzt kann man natürlich aber sagen, also Google, TikTok und Instagram, die machen doch sowieso, was sie wollen. Vielleicht kann ich euch damit folgendem Satz beruhigen. Durch das permanente Abhören würden einfach Unmengen an Daten entstehen. Das Magazin Wired hat 2017 mal für Facebook in den USA ausgerechnet, wie viele Daten da durch die Nutzerinnen und Nutzer entstehen würden. Und allein da würden an einem Tag 20 Petabyte Daten nur durch das Abhören von diesen Facebook-Nutzerinnen und Nutzern entstehen. Ich bin ziemlich schlecht in Mathe, aber 20 Petabyte, das sind 10 hoch 15 Byte und das ist eine Zahl mit extrem vielen Nullen. Vielleicht fragt ihr da mal Mathelehrerin oder Mathelehrer danach. Diese riesigen Datenmengen kann man weder irgendwo storen noch irgendwie verarbeiten. Und da haben wir noch nicht mal drüber geredet, wo das Ganze eigentlich zwischengespeichert werden sollte und wie das dann an die Unternehmen geschickt wird. Sollte es auf deinem Smartphone zwischengelagert werden und dann über deine mobilen Daten an Facebook und Co. geschickt werden? Also da wäre dein Datenvolumen am Monatsanfang instantly weg, muss ich leider sagen. Also das Abhören unserer Gespräche ist für App-Anbieter einfach eine große Herausforderung und zudem auch noch ziemlich unsinnig, denn auf anderen Wegen kommen sie noch viel leichter an die Infos, die sie eigentlich haben wollen. Was man auf Apps wie Insta und TikTok ganz schnell vergisst, ist, dass die App alles, was du in der App machst, genau trackst. Das heißt, was likest du, was schaust du dir länger an, mit wem schreibst du Nachrichten hin und her und auf welchem Profil schaust du hin und wieder heimlich vorbei. Außerdem wird natürlich genau geschaut, wie du mit Werbeanzeigen umgehst. Also welche Werbung schaust du dir tatsächlich an, wo swipest du nach oben und so weiter. All das sagt ziemlich viel über deine Interessen und auch über dein Konsumverhalten aus. Wenn du übrigens zum Beispiel in Insta auf eine Website klickst, also zum Beispiel über einen Swipe-Up-Link oder über einen Link in der Bio oder so, dann wird auch genau getrackt, was du auf der Webseite dann machst. Allein dein Verhalten in der App gibt Instagram also schon wahnsinnig viel Aufschluss über dich. Vielleicht folgst du ein paar Outdoor-Accounts, schaust dir Reels von Reise-Influencern an und hast schon mal auf eine Werbung für eine wasserdichte Herbstjacke geklickt. Genau das kann also das sein, was Instagram dazu bringt, zu sagen, aha, für diese Person könnte also auch eine Gummistiefel, also eine Outdoor-Schuh-Werbung, interessant sein. Und vielleicht bekommst du genau deswegen die Gummistiefel-Werbung eingespielt. Vielleicht wäre die Gummistiefelwerbung also auch ohne das Gespräch eingespielt worden. Dann wäre sie dir aber eben nicht besonders aufgefallen. Und vielleicht ist dir auch schon mal Gummistiefelwerbung eingespielt worden, dir dann aber nicht aufgefallen, weil du dich eben gar nicht für Gummistiefel interessierst. Worauf ich hinaus will, ist, dass uns jeden Tag ganz, ganz viel Werbung eingespielt wird und wir das meiste davon gar nicht bewusst wahrnehmen. Aber dann, wenn wir gerade über ein bestimmtes Thema geredet haben, wie zum Beispiel über die Gummistiefel, dann fällt uns die Werbung plötzlich auf und wir glauben, aha, das muss ja daran liegen, dass wir abgehört werden. Dabei vergessen wir eine Sache ganz schnell. Bei unzähligen anderen Unterhaltungen über Zuckerwatte, den Urlaub an der Ostsee oder die beste Grillsoße, da wird uns nicht danach die perfekt dazu passende Werbung eingespielt.
Und da halten wir das dann auch nicht für ungewöhnlich. Dieses Phänomen nennt man übrigens Confirmation Bias und das spielt bei ziemlich vielen Medienthemen eine Rolle und ist eigentlich ganz schön spannend. Vielleicht sollten wir darüber mal ein Video machen, schreibt es gerne in die Kommentare und so lange könnt ihr Confirmation Bias natürlich einfach mal googeln. Dann kommen wir jetzt zu einem Punkt, der die Gummistiefelwerbung auf Instagram vielleicht noch besser erklären kann, und zwar Metadaten. Die sammeln Apps wie Instagram nämlich auch. Metadaten, das sind Informationen wie, wo bist du gerne, wie lange und auch mit wem. Und wenn du zum Beispiel öfter im gleichen WLAN oder in der gleichen Location bist, wie jemand, mit dem du auch auf Instagram interagierst, dann kann man mit diesen Infos ziemlich viel anfangen. Mal angenommen, Nora liked regelmäßig meine Instagram-Postings, wir schicken uns ein paar DMs hin und her und sind natürlich heute mal wieder im gleichen WLAN. Was ich jetzt nicht weiß, Instagram aber schon, ist, dass Nora vor ein paar Wochen intensiv nach Gummistiefeln recherchiert hat. Sie ist auf Gummistiefel gekommen, über eine Marke, der sie auf Instagram folgt, hat dann da auf den Link geklickt und sich auf der Website der Marke ein paar Gummistiefel angeschaut. Alles, was Nora dann eben auf dieser Website gemacht hat, das konnte Instagram ja dann auch tracken. Und jetzt weiß Instagram, dass wir in Kontakt stehen, dass wir sogar im gleichen WLAN sind. Und da liegt es doch nahe, dass wir uns unterhalten. Vielleicht ja auch über unsere nächste gemeinsame Wanderung, denn wir haben ja einige gemeinsame Interessen. Für Instagram ist die Wahrscheinlichkeit also ziemlich hoch, dass wenn Nora sich für Gummistiefel interessiert, das Ganze auch für mich interessant ist. Und genau deswegen wird mir dann eben diese Gummistiefelwerbung ausgespielt. Das Ganze wäre mir wahrscheinlich auch nicht besonders aufgefallen, hätten wir nicht zufällig auch noch über Gummistiefel gesprochen. Das ist für mich genau der Punkt, den ich viel gruseliger finde, als der Gedanke daran, abgehört zu werden. Was ja, wie gerade erklärt, nicht passiert. Nämlich der, dass Instagram durch verschiedene Daten viel, viel mehr über uns herausfinden kann, als es durch Abhören von Gesprächen je möglich wäre. So werden für Instagram unsere Interessen und ja unser Verhalten fast schon vorhersehbar. Wie du rausfinden kannst, was Instagram bei dir für Interessen vermutet, das erfährst du hier im nächsten Video. Was also jetzt tun? Ist doch klar, lass hier oben ein Abo für uns da.